Ich bin Ellie, die unausgeschlafene Ellie, und ich zeige euch heute ein paar Highlights von der 7. und 8. Etappe des Malerweges. Ja, warum nur ein paar Highlights? Weil ich die 7. und 8. Etappe nicht vollständig laufen werde. Das hat A mit meiner Fitness gerade zu tun und zum anderen habe ich nur noch einen Tag Urlaub. Für mich geht es morgen früh nach Hause. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich mich langsam fertig mache. Ich muss noch zur Rezeption mich abmelden, falls ich morgen so frühzeitig abreise, dass die Rezeption noch nicht auf hat. Mir ein paar Marker auf der Landkarte setzen und losdüsen. Kommt gerne mit. So, auf zum Gorestein. Mittlerweile ist es knapp 10 Uhr. Und wir haben jetzt schon knapp 30 Grad. Mittlerweile soll der Tag auf 36 Grad steigen. Daher ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, heute nicht ganz so durchzuziehen. Der Malerweg jetzt runter. Ich möchte allerdings gerne noch mal an die Spitze des Goresteins, wo ich auch den Sonnenuntergang gesehen habe. Da ist es einfach traumhaft schön. Mir wird gerade geklettert. Richtig, richtig cool. Habe ich noch nie gemacht. Aber würde ich gerne noch lernen. Und der nächste Spot ist der Pfaffenstein. Dieser Riesenstein lehnt nur an diesen. Naja, und er wird vom Baum gehalten. Wahnsinn. Habe ich schon mal erwähnt, wie schön diese Wälder hier sind. Allein die Fahne geht mir bis zum Kopf. Das kenne ich so nicht. Man kann die ja schon Fahnenbäume nennen. Ich werde diesen Wald so vermissen. Geschweige denn die Felsen. Oh, es schnürt mir jetzt schon die Kehle zu, wenn ich nur daran denke, dass heute mein letzter Tag ist hier. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich fühle mich hier so leicht. So wohl. So gesund, so vollkommen. Ich meine, ich liebe auch mein Zuhause. Natürlich auch die Menschen um mich herum. Ich darf mich so glücklich schätzen, was für ein schönes Leben ich daheim habe.
Aber manchmal fühlt es sich an, als wenn ich ein zweites Leben führe, wenn ich hier draußen bin. Zu Hause habe ich 1000 Dinge. Ich habe alles vor der Haustür. Ich kann alles machen, was ich möchte und fühle mich trotzdem nie so ganz glücklich. Und hier draußen habe ich einfach nur meine 7 Sachen, aber bin umso glücklicher. Klar, es gibt auch Tage, wo ich sehr emotional bin, aber das hat dann eher damit zu tun, weil ich hier so zur Ruhe komme, dass ich mich damit überhaupt auseinandersetzen kann. Dementsprechend fühle ich mich auch so, als wenn ich so viel weiterkomme. Das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, nach 2 Wochen Urlaub, dass ich das sage. Aber ich habe solch ein Fernweh. Und gerade am Ende des Urlaubs wird mir das immer sehr, sehr bewusst. Entweder werde ich Heimweh haben oder Fernweh. Ist beides nicht so schön. Mann, war das ein weiser Kerl. Steil bergab. Und diese Brocken, die waren mal genau dort, wo ich stand. Kaum vorstellbar, dass solche Riesensteine einfach so herabfallen. Unglaublich. Es ist total irre, dass ich heute die Orte für mich alleine habe. Auch, dass hier eine Steinbank ist. Dementsprechend kann man hier ein bisschen Pause machen. Allerdings ist das hier so windig. Ich gehe mal weiter. Es ist so warm. Es ist so warm. Einfach nur schön. Ich kann es überhaupt nicht fassen, dass ich diesen Ort hier komplett für mich alleine habe. Es ist einfach niemand da. Wisst ihr, warum ich gerne Pausen in so schwindelerregenden Höhen mache? Nicht nur, weil die Aussicht natürlich genial ist, sondern weil ich Höhenangst habe.
Hört sich ziemlich paradox an, aber die beste Therapie ist nun mal die Konfrontationstherapie. Und jedes Mal, wenn ich auf so einen Aussichtspunkt bin und ich merke, dass meine Beine anfangen zu zittern aufgrund der Höhe, ich mich dann aber hinsetze und mich an diese Aussicht gewöhne, dann geht das einfach weg. Es ist wirklich wichtig, dass man sich seiner Angst stellt. Die Angst richtig zulassen und aushalten. Abwarten. Und dann ist sie einfach weg. Lässt sich das so richtig schön ausspannen. Wenn jetzt hier noch ein bisschen Wind wehen würde, dann wäre das echt ideal. Aber heute ist es selbst im Schatten zu warm. Ja, das sind die sogenannten Eulensteine. Das ist ein Flächennaturdenkmal. Hier knallt die Sonne jetzt echt ordentlich. Mein Thermometer sagt gerade 40 Grad. 40. Ich bin nun in Weißig. In Weißig endet auch die 7. Etappe und startet somit auch die 8. Das Einzige, was ich von der 8. Etappe heute noch mitnehme, seht ihr jetzt. Und zwar geht es jetzt zum Rauenstein. Geht's da hoch, ne? Mein letzter Aufstieg für diesen Urlaub. Ein glückliches Elli. In freier Wildbahn. Der Gastwirt war noch da und ich habe einfach so gebettelt und eine Cola bekommen. Die einfach morgen abrechnet. Ich bin gerade so glücklich. Jetzt so eine kalte Cola ist einfach perfekt. Auf jeden Fall hat man von dem Rauenstein noch mal einen richtig schönen Blick auf die Bastei. Aber auch auf die Felsenburg in Königstein. Diesmal von der anderen Seite. Und natürlich auch auf den Lilienstein. Und da ganz hinten ist der Pfaffenstein. Und der Bauer ist auch schon ziemlich weit gekommen. War ich schon mal? War ich schon mal? War ich schon mal? War ich überall schon mal? War ich sehr oft schon? Und war ich auch schon öfter? Mann, war das eine schöne Zeit. Es ist so cool, egal wo ich hinschaue, sind Orte, die ich mir schon mal vorgeknüpft habe. Einfach überwältigend. Jeder Ort war einfach überwältigend. Ich bin gerade so dankbar. Es ist einfach ein Riesengebiet und habe einfach so viel davon gesehen. Es ist gerade ein richtig cooles Gefühl. Wieso bin ich nur so nah am Wasser gebaut? Kennt ihr das auch, dass wenn ihr euch über etwas freut oder
wahnsinnige Demut hat oder an so einen Punkt kommt, wo ihr die Welt nicht mehr versteht, dass euch da einfach die Tränen kommen, aber ihr unglaublich glücklich seid? Ich hoffe, ich bin da echt nicht alleine. Ich bin gerade so stolz auf mich. Auch wenn ich den Malerweg nicht komplett gelaufen bin, möchte ich jetzt gerne hier ein Fazit ziehen. Der Malerweg ist echt anspruchsvoll. Manche Strecken ziehen sich tierisch und manche vergehen wie im Flug. Generell finde ich, ist der Malerweg so gut gesteckt, dass man so viele schöne Highlights von der sächsischen Schweiz sieht. Und gerade so die Wege durch die Schluchten, die waren märchenhaft. Generell hat der Malerweg eine schöne Länge. Man kann ihn in 8 Tagen auf jeden Fall schaffen. Was ich richtig toll finde, ist, dass bei jedem Ende der Etappen Unterkünfte vorhanden sind, wenig Campingplätze. Was ich allerdings finde, ist, die Gaststätten bzw. Wirtshäuser und Schenken haben, finde ich, nicht lang genug geöffnet. Die meisten machen um 17 Uhr oder 17.30 Uhr schon die Schotten dicht. Manchmal braucht man halt auch ein bisschen länger oder möchte den Tag voll auskosten. Und auch die öffentlichen Verkehrsmittel haben so zwei Seiten wie eine Medaille. Einerseits ist es super vernetzt hier, andererseits finde ich, fahren die Busse nicht lang genug. Ich kann euch den Malerweg einfach nur ans Herz legen. Das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung und hat riesig, riesig Spaß gemacht. Lass ich mir doch nicht entgehen. Kinnitsch war ich nicht mehr, aber ich habe mir bei einem kleinen Imbiss was richtig Kleines, Süßes, Leckeres bestellt. Und zwar gibt es eine Thüringer Bratwurst, eine Spargelfeta Bratwurst und Pommes. Schade, dass da so viel Müll entsteht, aber was soll man machen? Verdammt gut. Die sind aus einer eigenen Fleischerei. Nach eigenem Rezept von so einer kleinen Straßenbude. Richtig süßes Ehepaar. Richtig nett. Ja, dann muss ich noch ein bisschen was zusammenräumen. Kann schon mal die ersten Sachen ins Auto packen. Und morgen ist dann Abreise. Tja. Das ist nun die letzte Nacht im Zelt. Immer wieder ein Moment, mit dem ich nicht klarkomme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da oder schreibt mir was in die Kommentare. Und es würde mich riesig freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, gute Reise. Und seid nicht traurig, wenn diese vorbei ist. Denn die nächste